Cowboy oder das Funmove Electrified S2. Vor dieser Wahl stehen wohl viele potenzielle neue E-Bike-Fahrer, denn beide E-Bikes bedienen so ein bisschen die gleiche Nische. Sie sind schlicht und sehr schick gehalten, kommen relativ getarnt daher und haben beide trotzdem die Vorzüge eines E-Bikes. Darüber hinaus bringen sie auch noch Smart-Features und so ein paar Alleinstellungsmerkmale mit. Mit diesem Video will ich die beiden Räder vergleichen und euch die Entscheidung vielleicht ein bisschen einfacher machen. Und dafür orientiere ich mich mal an ein paar verschiedenen Kategorien. Und wie immer fangen wir an mit den Äußerlichkeiten. Und wie immer sage ich auch hier. Design ist Geschmackssache, ganz klar. Und beide Räder achten wirklich sehr auf das Design. Und so grundlegend verschieden sind sie auch gar nicht. Weder dem Cowboy noch dem Van Move sieht man ihre Elektrizität auf den ersten Blick an. Beide setzen auf Minimalismus. Was beim Van Move schicker ist: Die Kabelzüge sind fast komplett versteckt. Schauen also nur so ein bisschen daraus. Beim Cowboy sieht man deutlich mehr, wahrscheinlich auch wegen der Bremsen. Aber dazu später mehr. Der Rahmen des Van Move ist sehr einheitlich gehalten. Die einzelnen Teile unterscheiden sich kaum in Dicke oder Form. Und beim Cowboy hingegen Sieht man vielleicht auch nur, wenn man es weiß, schon etwas hinten den Akku unter dem Sattel. Daraus ergibt sich aber ein Vorteil und auf den kommen wir ebenfalls später noch zu sprechen. Beim Thema Design gibt es keinen klaren Gewinner, wie ich finde, dass sie beide einfach sehr schick sind und die Punktevergabe hier sehr subjektiv ablaufen würde. Lassen wir zunächst einmal die E- und Smart-Features außer Acht. Unterscheiden sich die beiden Räder in ihrer Ausstattung so ein bisschen. Das Cowboy ist minimalistischer, sportlicher, aber eben auch nackter im Auslieferungszustand. Keine Schutzbleche, kein Ständer und keine Klingel. Die fehlenden Teile kosten zwar kein Vermögen und lassen Raum für Individualisierung und sind auch ganz leicht überall nachzukaufen. Ein bisschen schade ist es trotzdem. Eine Federung besitzen die beiden nicht. Das Vermove hingegen hat alle diese genannten Teile auch ab Werk mit an Bord. Die Klingel ist digital, also so ganz können wir die E-Features streng genommen nicht außer Acht lassen hier beim Ausstattungsvergleich, aber sie ist halt mit dabei. Außerdem und ebenfalls digital hat das Electrified S2 ein 166 LED Matrix Display, das unter anderem als Akkuanzeige, Tacho und Modusindikator dient. Das Kauber hingegen besitzt so fünf LEDs am Oberrohr, die den Akkuzustand anzeigen, also jeweils 20 Prozent darstellen. Das Electrified S2 kommt auf 28 Zoll Schwalbe Big Ben Reifen daher. Sie sind schön breit und können so ein wenig der fehlenden Federgabel wettmachen. Außerdem sind sie pannensicher. Die Cowboy-Reifen hingegen sind das genaue Gegenteil. Naja, zumindest bei vielen Nutzern, die sich online darüber beschweren. Denn da wird sehr über die Plattenreifen geklagt, teilweise schon nach wenigen Kilometern und teilweise sogar mehrfach passiert. Der Übeltäter hier in diesem Falle heißt Panaracer Gravel King und ist darüber hinaus ein Slick-Reifen ohne so richtig Profil. Bei der Ausstattung geht der Punkt also klar an das Van Move, das nun mit 2 zu 1 in Führung liegt. Beide Räder kommen ohne Schaltung daher, zumindest auf den ersten Blick, denn Hebel oder Tasten findet man keine. Beim Cowboy trifft die Vermutung auch zu, es handelt sich hier um ein Single Speed Bike. Das Vermove hingegen besitzt eine Zweigangautomatik, die sieht man aber nicht, denn sie ist halt automatisch. Ab 20 km/h schaltet das S2 automatisch in den zweiten Gang, der dann etwas höher übersetzt ist. Während man sich beim S2 wünscht, man könnte auf der flachen Ebene etwas schneller in den zweiten Gang wechseln, bremst das Hochschalten beim Bergauffahren etwas ab. Hier wird es schwerer, schneller voranzukommen. Man muss kräftiger treten. Beim Cowboy entsteht dieser Wunsch aufgrund der fehlenden Gänge erst gar nicht. Dafür ist die intuitive Unterstützung beim Cowboy erstaunlich angenehm. Vereinfacht gesagt, je härter man in die Pedale tritt, desto mehr Unterstützung bekommt man auch. Natürlich nur bis zu 25 km/h, aber noch so 10 km mehr pro Stunde lassen sich gut fahren und das gilt übrigens auch für das Fun Move, das allerdings im ersten Gang mit wenigen sehr schwachen Pedalbewegungen Fahrt aufnimmt, was sich komisch anfühlt. Man muss es fürs langsam fahren fast schon auf der geraden abbremsen. Anstiege meistert das Cowboy bis zu einem gewissen Punkt, dann muss man selbst in die Pedale gehen. Statt kräftigen langsam Treten wie beim Vermove gilt hier aber eher, je schneller, desto besser komme ich voran. Generell finde ich an, ja, so ein bisschen mehr als moderaten Bergen ist das Cowboy ein bisschen angenehmer. Das Vorankommen selbst geschieht beim Cowboy über einen Riemenantrieb. Der ist mehr oder weniger wartungsfrei und schmiert nicht mit Öl und reißt kein Hosenbein auf. Ähm, letzteres gilt aber auch beides für das S2, obwohl es mit einem Kettenantrieb daherkommt, denn die Kette befindet sich vollständig abgedeckt unter der Haube. Das ist gut gelöst. Zum Abschluss der Technikkategorie noch ein paar nackte Zahlen. Das Van Move kommt zwischen 60 und 150 km weit, das Cowboy nur rund 70. Der Vergleich ist aber nicht ganz fair, denn beim S2 kann man auch im niedrigsten Modus fahren und weiterkommen. Cowboy heißt hingegen immer volle Power. Doch die Kapazitäten unterscheiden sich. Der Cowboy Akku hat 360 Wattstunden, der des S2 504 Wattstunden. Ähm, in der Praxis, wenn man immer mit der höchsten Stufe beim S2 unterwegs ist und auch im Cowboy ordentlich unterwegs ist, dann kommen beide ungefähr gleich weit. Beide Motoren haben 250 Watt. Durch den Boost-Knopf beim Van Move bekommt das Electrified S2 aber kurzfristig 500 Watt und das ist ein super geiles Feature. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Es macht richtige Laune. Das macht auch so ein bisschen das äh, schwierigere Bergfahren im zweiten Gang wett, weil dann drückt man eben einfach auf den Boost-Knopf und wird trotzdem ordentlich im Berg hochgeschoben. Das Cowboy braucht dreieinhalb Stunden für die volle Ladung, das S2 4 Stunden. Beides okay. Schaut man sich den Technikvergleich bis hierhin an, könnte man von einem unentschieden äh, bis leichtem Move vorteil ausgehen. Ähm, am Ende gewinnt bei mir trotzdem das Cowboy den Vergleich und das aus einem Grund. Der Akku kann entnommen werden und drinnen aufgeladen werden. Das Move muss als komplettes Rad an die Steckdose und selbst wenn man einen Garten, eine Gartenhütte oder so eine unbeheizte Garage mit Stromanschluss hat, sollte der Akku bei frostigen Temperaturen trotzdem nicht draußen sein. Für die Stadt und dafür sind die beiden Bikes ja auch eigentlich gemacht. Total unbrauchbar. Schade. Aber daher muss ich den Punkt dem Cowboy gut schreiben und damit steht es 2 zu 2 unentschieden. Hier können beide auftrumpfen. Zum Starten des Cowboy-Motors braucht es zwingend ein Smartphone. Dieses dient auch als Tacho, Reichweitenanzeige und Navigationssystem. Alles in der Cowboy-App. Auch detaillierte Fahrtenaufzeichnungen finden sich dort und das Bike ist per GPS zu orten. Eine Handyhalterung ist nicht mehr an Bord. Auch schick, das Bike hat ein Bremslicht, das beim Verzögern hellrot aufblinkt. Eine Smartwatch-App gibt es zumindest noch nicht. Das Vermove hat ein bisschen mehr zu bieten, die App bietet aber dafür nicht so viele Features. In dieser lassen sich die Unterstützungsstufen und das Licht einschalten sowie das Bike aktivieren. Das kann man aber, im Gegensatz zum Cowboy, auch ohne Handy tun. Ein Navi oder Streckenaufzeichnung gibt es dafür nicht, nur die Gesamtkilometer kann man einsehen. Dafür lässt sich das S2 aber auch per Apple Watch entsperren, mit der auch die Stufen gewechselt und das Licht bedient werden kann. Jetzt aber zur großen Sternstunde des van Move. Durch einen Kick gegen das sogenannte Smart Lock verriegelt ein Schloss das S2 am Hinterrad. Gut denkt ihr euch, tragen die es halt eben einfach weg. Aber von wegen, ein aufleuchtender Totenkopf und ein Alarmsound erregen Aufmerksamkeit und schrecken wohl so manche Langfinger ab. Der Sound kommt durch den integrierten Lautsprecher, der auch als Klingelanlage dient. Cooles Feature, Punkt für das van Move, 3 zu 2 Führung. Auch hier fällt es mir schwer, objektiv zu urteilen. Der eine mag es so, der andere eben so. Das S2 fährt sich auf jeden Fall deutlich komfortabler. Die Reifen, der Sattel und der Lenker sind alles mehr auf Cruisen angelegt. Als bei dem eher spartanisch sportlichen und fast schon ja, brachialen Cowboy. Aber hey, wer drauf steht, gibt den Punkt dem Cowboy. Ähm, wer nicht, dem Van Move. Ich kann mich kaum entscheiden, beide Fahrstilen etwas abgewinnen. Ähm, von daher teilen sich hier beide wieder die Punkte. Und es steht nach Punkten 4 zu 3 für das Van Move. Am Ende also ein knapper Sieg für das Electrified S2 nach Punkten. Aber ganz ehrlich, für mich ist trotzdem das Cowboy der Sieger. Und das aus dem ganz einfachen Grund des herausnehmbaren Akkus. Ich kann das S2 schlicht nicht vor Frost schützen und will das Fahrrad nicht jedes Mal reintragen, um es zu laden. Sollte VanMoof in der nächsten Generation einen herausnehmbaren Akku nachrüsten, ey, dann gibt es keinen Zweifel mehr. Aber bis dahin würde ich eher zum Cowboy greifen. Und jetzt kommt ihr. Besitzt ihr eines von den beiden Rädern? Habt ihr vor, euch eins davon zu kaufen? Lasst es mich auf jeden Fall mal in den Kommentaren wissen. Und was mich auch interessiert, wer wäre denn euer Gewinner und warum? Bis dahin gilt, liken und abonnieren nicht vergessen. Es werden noch einige E-Bike-Videos kommen. Um nichts zu verpassen, solltet ihr also den roten Knopf drücken. Ich freue mich auf jeden Fall super über jeden Kommentar, jedes Like, jedes Abo und sage an dieser Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.